Hallo und herzlich willkommen zu Transfermarkt TV in einer neuen Woche. Einiges war los am vergangenen Wochenende, über das es sich zu reden lohnt. Wir schauen zurück auf das erste Bundesliga-Wochenende. Unser Expertentipp und die Elf des Tages steht auf dem Programm. Der AC Mailand geht weiter auf Einkaufstour. Mal sehen, wer als nächstes kommt. Und die Verletzung von Nikolai Müller beim Torjubel. Wir schauen noch auf andere kuriose Missgeschicke in der Bundesliga und europäischen Fußballgeschichte. Der erste Bundesliga-Spieltag der Saison 2017-2018 ist Geschichte und dementsprechend auch unser erster Expertentipp bei Transfermarkt. Wir haben vorab gesprochen mit Thomas Megle, dem ehemaligen Manager und Teamchef beim FC St. Pauli. Ja, und er hat getippt, lag nicht unbedingt so richtig mit seinen Prognosen. Bayern hat natürlich gegen Leverkusen gewonnen und Bremen hat verloren in Hoffenheim. Immerhin ein Ergebnistipp komplett richtig. Hertha gegen Stuttgart. Zwei Tendenzen gibt es da noch im zweiten Block. Gladbach siegte tatsächlich gegen Köln und Dortmund gewann in Wolfsburg, wenn auch ein bisschen deutlicher, als es Thomas Megle vorausgesagt hat. Und mit diesen Resultaten des ersten Spieltages habt ihr abgestimmt, wer denn in die Top 11 des Spieltages kommt. Da sind eigentlich mehr oder minder bekannte Gesichter dabei oder ich sage mal auch etwas größere Namen. Fährmann im Tor zu Null mit Schalke gegen Leipzig, dann zwei Torschützen in der Innenverteidigung, Bartra und Süle, der Neuzugang von den Bayern, ja das erste Bundesliga-Tor geschossen, Thilo Kehrer und Elvedi, beide Sieger mit ihren Teams, komplettieren unsere Abwehr. Dann im Mittelfeld, da sieht man rechts im Bereich ein bekanntes Gesicht. Mario Götze mit seinem Comeback ist dann bei euch wahrscheinlich auch mit viel Sympathiebonus reingewählt worden. Pulisic, klasse Partie in Wolfsburg und Tolisso auch gleich getroffen für die Bayern. Das sind dann Gesichter, die wir wahrscheinlich das ein oder andere Mal noch sehen werden in der Elf des Tages. Und vorne auch eher von großen Teams. Aubameyang, klar, der gehört da fast immer rein. Konoplyanka von Schalke mit seinem Tor und der einzige Doppeltorschütze des Spieltages, ein Herthaner, schafft es auch in die Elf des Spieltages. Matthew Lecky nach seinem Wechsel von Ingolstadt gleich gut angekommen beim Hauptstadtklub. Und der Trainer des ersten Spieltages ist Domenico Tedesco mit Schalke. Klasse Vorstellung gegen den Vizemeister Leipzig. Natürlich war der Bundesliga-Start das vorherrschende Thema am vergangenen Wochenende, aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Zumindest 16 Bundesligisten außer Augsburg und der HSV haben auch ganz genau hingeschaut auf die Auslosung der zweiten Runde im DFB-Pokal. Und die brachte einige wirklich super interessante Partien, viele Nachbarschaftsduelle am 24. und 25. Oktober. Als da wären unter anderem gleich das Zweitligaduell Fürth gegen Ingolstadt, da liegen gerade mal 100 Kilometer dazwischen, sehr interessant auch Bremen gegen Hoffenheim, haben wir gerade am ersten Spieltag der Bundesliga in umgekehrter Version gesehen. Magdeburg gegen Dortmund, der Europapokal, der Pokalsieger-Sieger von 1974 gegen den Titelträger von 66. Gehen wir mal ganz weit zurück. Ein DFB-Pokal-Endspiel, das damals stattgefunden hat, kurioserweise zweimal. Hertha gegen Köln ist auch in der Verlosung. Köln setzte sich damals 1977 durch ein Tor von Dieter Müller durch. Die Älteren von euch werden sich erinnern. Dann haben wir noch sehr, sehr spannend das Duell vom Rhein, Fortuna Düsseldorf gegen Borussia Mönchengladbach. Dreimal gab es das im DFB-Pokal, dreimal hat die Fortuna gewonnen und Gladbach seit 1990 nicht mehr in Düsseldorf erfolgreich. Da erwarten wir also auch einiges. Und Niedersachsen-Duell Wolfsburg gegen Hannover, da ist viel, viel drin. Und ja, wir haben eine ganze Weile gewartet. Unser Transfermarkt-Redakteur Fabian Knotneros auch. Wo waren denn eigentlich die Bayern dann irgendwann in der Verlosung? Fabian. Ja, getreu dem Motto, das Beste kommt zum Schluss, wurde bei der gestrigen DFB-Pokal-Auslosung für die zweite Runde das wirkliche Topspiel ganz zum Schluss gezogen, und zwar RB Leipzig gegen Bayern München, Meister gegen Vizemeister. Trainer von RB Leipzig, Ralf Hasenhüttl, freut sich auf das Spiel und sagt, das ist das beste Los, was man sich wünschen kann. Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge sieht das ein bisschen anders, der findet das nicht so optimal, dass Meister und Vizemeister schon in der zweiten Runde aufeinandertreffen. Aber ein Spektakel ist auf jeden Fall vorprogrammiert.
das letzte Spiel in Leipzig ging 5:4 für den FC Bayern aus. Gespielt wird Ende Oktober und die Bilanz der Bayern gegen Leipzig, auch wenn sie gering ist, weil Leipzig ja letztes Jahr das erste Jahr in der Bundesliga gespielt hat, ist noch gering. Aber gut für die Bayern, 2 Spiele, 2 Siege, 3-0 und 5-4. Man darf gespannt sein, wie Bayern sich jetzt schlägt in der zweiten Runde. 9 Tage noch ist das Transferfenster geöffnet. Dementsprechend werden jetzt noch letzte Deals abgeschlossen. Auch heute war das wieder so, unter anderem vom FC Valencia. Denn die haben Geoffrey Kondogbia von Inter Mailand geholt. Er soll nach Medizincheck dann in der Primera Division in der La Liga auflaufen. Samir Nasri geht in die Türkei, der französische Nationalspieler. Bekommt 4 Millionen im Jahr und spielt jetzt demnächst bei Antalyaspor. Keine Verwendung mehr bei Pep Guardiola bei Man City. Und ein neuer Argentinier, Emiliano Rigoni, geht zu Zenit St. Petersburg. Er ist der 5. Argentinier im Team von Roberto Mancini. Den Tabellenführer in Russland läuft ja gut für ihn. Mit seinen vielen Neuzugängen ja unter anderem Driussi im Sturm oder auch Paredes vom AS Rom gekommen. 19 von 21 Punkten holte Zenit bisher in dieser Saison. Eindrucksvoll. Das Team von Roberto Mancini bisher. Gibt es bald wieder Showtime in der Premier League? Man darf gespannt sein, ob tatsächlich nach unserem Gerücht des Tages Zlatan Ibrahimovic zu Manchester United zurückkehrt. Im April hat er sich das Kreuzband gerissen. Jetzt ist er wieder so weit, dass José Mourinho sich, so sagt es ESPN, einen Wechsel zurück zu Manchester United vorstellen kann. Ein weiteres Vertragsjahr für ihn. Er hat ja in der abgelaufenen Spielzeit in 46 Pflichtspielen 28 Tore erzielt, also es würde sich lohnen, auch als Stürmer Nummer 4 hinter Neuzugang Romelu Lukaku, Rashford und auch Martial, der ja immer noch im Kader auch bei Manchester United steht. Das wäre natürlich etwas für das Team von José Mourinho. Alle würden sich freuen, auch die Fans in der Premier League und ein Mitspieler, Eric Bailly, der hier mit seinem Karate-Kick wahrscheinlich noch ein bisschen Revanche fürchten muss von Zlatan Ibrahimovic, aber auch Bailly freut sich, wenn er denn dann zurückkehrt. Ihr habt in der Community die Wechselwahrscheinlichkeit auf 58% eingeschätzt. Mal sehen, ob er dann tatsächlich bald wieder für die Red Devils aufläuft. In unserer Gerüchteküche taucht auch in dieser Woche wieder ein Mann auf, der letzte Woche noch mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht wurde. Jetzt scheint der FC Bayern vielleicht Interesse zu haben an Julian Draxler, dem 23-jährigen Nationalspieler. Zumindest glaubt ihr das in der Community mit 23%iger Wechselwahrscheinlichkeit. Wäre eine Alternative für Robben und Ribéry. Und noch einen möglichen Wechsel scheint es beim FC Valencia zu geben. Gonzalo Guedes könnte von PSG dorthin gehen. Für den AC Mailand bahnt sich ein weiterer spektakulärer Wechsel an. Nikola Kalinic soll nämlich vom AC Florenz kommen, zunächst ausgeliehen und dann später gekauft werden, 2018 für 25 Millionen Euro. Der kroatische Nationalspieler, der zuletzt für den AC Florenz sehr erfolgreich spielte, würde dann den Sturm verstärken beim AC Mailand, der am vergangenen Wochenende 3:0 gegen Crotone gewann, einen guten Start hinlegte. Das Team vom chinesischen Großinvestor scheint sich jetzt also weiter zu formen und zu festigen für den Angriff auf Serienmeister Juventus Turin. Wenn denn Kalinic kommt, hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Transferausgaben bei den Teams bisher in Europa. Und der AC Mailand spielt ganz oben mit. Auf Position 5 bei den Ausgaben zurzeit. Der FC Everton, Gylfi Sigurdsson, hat da die Engländer mit nach oben gebracht als teuerster Neuzugang. Romelu Lukaku sorgt dafür, dass die Red Devils auf der Position 4 stehen. Er ja auch sehr erfolgreich gestartet mit Manchester in die Premier League-Saison. Dann auf der 3 Paris Saint-Germain mit Neymar plus 16 Millionen, also insgesamt 238 Millionen ausgegeben. Und beim AC Mailand, ja, durch die Zukäufe, die erst in der nächsten Saison dann ins Gewicht fallen, wären es 240,5 Millionen. Im Moment ja einige der Spieler, die kommen, ausgeliehen. Und ganz oben Manchester City mit den Top-Neuzugängen und den teuersten Neuzugängen bisher. So sieht das dann
in den Top 5 aus. Everton, Man United, PSG, AC Mailand und ganz oben Manchester City. Und wer weiß, der AC Mailand könnte ja immer noch nachlegen. Noch haben wir ja ein bisschen Zeit im Transferfenster. Die Leute, die schon gekommen sind, das ergibt schon eine ziemlich gute Top 11, wenn wir mal drauf schauen, wer denn da spielen könnte von den Neuen beim AC Mailand. Da sehen wir im Tor noch die günstigste Variante, Antonio Donnarumma. Das ist mit 1,5 Millionen Euro das Schnäppchen in dieser Mannschaft. Dann die komplett neue Hintermannschaft, übrigens so eingesetzt worden bei Crotone. Rodriguez aus Wolfsburg für 18 Millionen, Musacchio für 18 Millionen von Villarreal gekommen, Bonucci, der Königstransfer, für 42 und Andrea Conti von Atalanta Bergamo für 25 Millionen. Das sind alleine 103 Millionen Euro nur für die Viererkette hinten. Im Mittelfeld Villa noch verletzt, 17 Millionen von Lazio, Cananoglu für 22 Millionen dabei und Franck Kessié, der wird teurer, wird im Moment für 8 Millionen geliehen, kostet dann 20 Millionen im Jahr 2019. Insofern auch diese Zahl, was die Transfers betrifft, die Ausgaben dann festgesetzt bei uns. Und vorne Borini, ja, im Moment geliehen, kostet dann auch noch 6 Millionen hinten dran. Kalinic mit 5 Millionen Leihgebühr wird dann verpflichtet 2018 für 25 und André Silva, der ist schon da, für 38 Millionen Euro. Der AC Mailand also weiterhin auf Einkaufstour. Das sind schon richtig gute Namen, die da an Neuzugängen für Vincenzo Montella in der Mannschaft stehen. Die Frage ist, lohnt sich das Ganze und wie wird das überhaupt auch wahrgenommen in Italien in der Serie A? Wir haben unseren Area Manager bei Transfermarkt für Italien, das ist Yatin Dietl, dazu zugeschaltet via Skype. Yatin, wie wird eigentlich dieses Thema AC Mailand und diese Einkaufstour, ja, bei anderen Teams in Italien und auch bei anderen Fans wahrgenommen? Ja, das Ganze kam vor allem etwas überraschend, weil viele hielten die neue Investition eher für, naja, ein Risiko. Und keiner dachte, dass sie direkt so groß loslegen. So vor allem bei Mannschaften, die sparen müssen, wie Inter oder Roma, da kommt es nicht wirklich gut an. Und die Fans, die diskutieren jetzt schon, wann Milan denn in Konkurs gehen wird. Und ich glaube aber allgemein, so für die Serie A, ist es schon eine gute Sache, wenn die Mailänder Clubs, und das sehen auch viele andere so, wieder zurück zu ihrer alten Größe finden und die Liga wieder etwas ausgeglichener wird und vielleicht Juventus nicht den nächsten 5 Meistertitel auch noch holt. Ganz konkret ist jetzt ja der Name Nikola Kalinic als Neuzugang dabei. Reden wir mal konkret auch über ihn. Braucht der AC Mailand Nikola Kalinic? Gerade weil man ja eigentlich gute Stürmer schon verpflichtet hat. André Silva und Crotone ist natürlich auch durchaus ein Mann mit Potenzial. Hat auch getroffen am Wochenende. Durchaus, aber ist natürlich so, der eine ist ein junger Portugieser in seiner ersten Saison in der Serie A und der andere kommt direkt aus der Jugendmannschaft und hat jetzt zwar gezeigt, dass er gut spielen kann, aber das über eine ganze Saison hin, ich glaube, da ist so ein erfahrener Mittelstürmer, der auch so 15, 20 Tore garantiert, schon mehr als nötig. Ich glaube, es ist nach Bonucci vielleicht sogar der beste Einkauf bisher. Also eine starke Verpflichtung, Kalinic, auf jeden Fall. Die Frage ist, wenn man schon so viel eingekauft hat, Yatin, macht es für den AC Mailand vielleicht sogar Sinn, noch mehr einzukaufen? Da geistert ja auch immer ein Name vom FC Bayern immer noch bei den Rossoneri herum. Wie ist da der aktuelle Stand? Gibt es noch weitere Verstärkungen für den AC Mailand? Also es sieht sehr danach aus, dass noch ein Mittelfeldspieler kommen wird. So, wenn man den letzten Gerüchten glauben darf, dann wurde vor einer Woche noch ein extra Budget eben genau für diesen Mann noch im Mittelfeld zur Verfügung gestellt. Sanchez von Bayern ist sicher der Wunschkandidat, aber ich könnte mir vorstellen, dass es wahrscheinlich eher einer ist, den man einfacher und vielleicht auch günstiger verpflichten kann. Und natürlich die Einschätzung von dir. Das sind eine Menge guter Leute. Wir haben ja schon mal auch in der Top 11 gesehen. Das sind alleine in der Defensive über 100 Millionen, die man investiert hat. Die Frage ist, Vincenzo Montella ist gerade mal 43 Jahre alt, der Trainer vom AC Mailand. Schafft er es, dieses Star-Ensemble auch dementsprechend unter einen Hut zu bekommen, dass es da keine Spannungen gibt? Wie schätzt du ihn ein? Ja, das ist natürlich die große Frage. Ich denke, er hat zum einen den Vorteil, dass die meisten Spieler schon Juni, Anfang Juli kamen und er dadurch viel Zeit hatte, mit ihnen zu arbeiten.
Und vor allem kamen also genau Spieler, die seinem neuen System entsprechen. Also er wird jetzt wahrscheinlich auf die Dreierkette umstellen. Und da ist Bonucci natürlich der ideale Innenverteidiger im Spielaufbau auch. Und ich glaube auch, sie haben den Vorteil, dass die Saison schon etwas früher begonnen haben, wegen der, der Europa League-Qualifikation und deswegen jetzt groß durchstarten könnten. Und vielleicht mit ein paar Siegen am Anfang direkt schon, dass die gute Stimmung da ist und dass sie das auch über die Saison bringen können. Natürlich ist das Risiko, wenn mal ein, zwei Niederlagen kommen und dann, weil der Druck ist jetzt ja riesengroß, nach so vielen Ausgaben ist eigentlich schon Platz zwei eigentlich das, was gefordert wird. Und da könnte er sich schon schwer tun. Vielleicht am Ende hin wird sicher einige Kritik einstecken müssen. Und da muss dann Milan zeigen, ob sie zum Trainer halten und das in Kauf nehmen oder ob sie direkt schon im Laufe des Jahres noch einen neuen großen Namen holen wollen, was ich nicht machen würde. Ja, Tin, und ganz kurze letzte Einschätzung als Italien-Area-Manager. Muss Juve so ein bisschen zittern zumindest nach den mittlerweile 6 erfolglosen Jahren vom AC Mailand, wenn wir die Supercoppa mal auslassen? Ist das ein Titelkandidat, der Juve gefährlich werden könnte aus deiner Sicht? Nur wenn alles wirklich perfekt läuft bei Milan. Also eigentlich ist der Kader von Juve und die Erfahrung und die Eingespieltheit, eigentlich sind sie deutlich überlegen. Natürlich bei Juventus Bonucci ist weg. Nach der zweiten Champions-League-Finale-Niederlage gab es einen Knick. Also Milan kann nur Konkurrenz werden, wenn bei ihnen alles perfekt läuft und Juve eine Saison unter ihrem Niveau spielt. Danke, Yatin Dietl, uns zugeschaltet via Skype, unser Area Manager für Italien, für die Serie A, mit seinen Einschätzungen zur Einkaufspolitik beim AC Milan. Nach der Verletzung von Nicolai Müller hat der HSV natürlich noch einmal Bedarf, um vielleicht noch eine Nachverpflichtung zu tätigen. Eventuell, und das besagt unsere Gerüchteküche in diesem Fall, könnte man mit Sinan Gümüş einen Spieler in der Türkei finden und verpflichten. Wechselwahrscheinlichkeit liegt bei 20%. Der 24-Jährige spielte zuletzt bei Galatasaray, kam da aber nicht so richtig zum Zuge. Es könnte also sein, dass der ehemalige U20-Nationalspieler für den DFB dann beim HSV aufläuft. Übrigens auf der gleichen Position wie Nicolai Müller zuletzt. 6 Millionen soll er kosten. Wie ist denn um die Wechselwahrscheinlichkeit und die Sinnhaftigkeit dieses Wechsels bestellt ist? Das weiß unser Türkei-Area-Manager Gökhan Yakmur. Ja, Sinan Gümüş zum HSV. Das würde zur aktuellen Situation natürlich passen. Der Spieler möchte unbedingt weg. Der Verein möchte ihn nicht unbedingt aufhalten, wird aber gerne schon ein bisschen Geld für ihn kassieren, denn Gala braucht halt ein bisschen Geld. Sie haben viel ausgegeben und ja, es gab so ein bisschen Unmut. Der Spieler hat halt den Wechsel oder dass er wechseln möchte schon auch offiziell bekundet den Medien gegenüber und das fand der Verein halt nicht so toll und die Fans erst recht nicht. Er wurde am ersten Spieltag, als eingewechselt wurde, wurde er sehr ausgebuht von den Spielern, von den Fans natürlich meine ich. Das ist absolut ganz klar, dass er gehen wird und die Frage jetzt wohin. Ja, der HSV ist dran nach der Müller-Verletzung. Das ist ein Außenspieler, der sehr quirlig ist, schnell ist, das Kombinationsspiel liebt. Wird passen, also es ist kein schlechter auf jeden Fall. Es ist halt nur so, dass aber Gala halt jetzt ein bisschen in Ungnade gefallen ist und deswegen wird er den Verein sicherlich verlassen. Die tragische Figur des ersten Spieltags der Fußball-Bundesliga war sicherlich der Hamburger Nicolai Müller. Er erzielte das erste Tor für den HSV beim 1:0-Sieg gegen Augsburg und danach beim Torjubel verdrehte er sich bitter das Knie, musste ausgewechselt werden und jetzt die Diagnose Kreuzbandriss beim 29-Jährigen, der in der letzten Saison über ein Drittel der Torbeteiligungen beim HSV verbuchen konnte. Jetzt hat er sich zu Wort gemeldet. Seine Familie gibt ihm großen Rückhalt, aber zurzeit kann mich nicht viel aufmuntern. So hat er sich gegenüber der Bild-Zeitung geäußert. Ja, und bei uns natürlich auch aus dem Forum von euch Usern. Ach mein Gott, dumm gelaufen. Wie oft hampelt da jemand rum, rutscht auf den Knien, bleibt hängen und es passiert nichts. Ja, sieht doof aus. So ein Mist passiert halt mal in der Karriere. Das sagt Ramon Cerano, unser Transfermarkt-User. Bitter die Verletzung für Nicolai Müller. Torjubel ist ja so eine Sache. Meistens geht er gut, manchmal
manchmal ist er aber auch ein bisschen gefährlich für denjenigen. Schauen wir mal hier auf Hakim Ziyech. Vor seiner Zeit bei Ajax Amsterdam spielte er für Twente Enschede und das passierte damals. Gott sei Dank für ihn, für den Mittelfeldspieler, glimpflich ausgegangen, ohne Verletzung. Manchmal ist es dann etwas härter. Das hat Hulk, der Brasilianer in Diensten von Shanghai SIPG, festgestellt. Bei diesem Jubel hier verdrehte er sich leicht das Knie und musste ausgewechselt werden. Keine längerfristige Verletzung, aber schon kurios und bitter. Apropos kurios, da gab es noch ganz andere Verletzungen, die so kurios waren, dass man sie fast gar nicht glauben möchte. Charles Akonor vom VfL Wolfsburg zum Beispiel stach sich mit einer Autoantenne in die Nase und um dann das Bluten zu stillen, nahm er ein Mittel, das auf der Dopingliste stand. Dann haben wir Darren Barnard von Barnsley, der auf dem Urin seiner Hundewelpen ausrutschte in der Küche, sich schwer verletzte und mehrere Monate ausfiel. Und Jari Littmanen, der große Ajax-Spieler in seiner Zeit bei Malmö FF, bekam er einen Sektkorken ins Auge geschossen vom damaligen Teammanager von Malmö FF und die Verletzung war so schwer, dass er mehrere Monate mit dieser Netzhautverletzung ausfiel. Es kann manchmal ganz bitter laufen im Fußball, also Grund zur Hoffnung und gute Besserung für Nikolai Müller. Soweit unser Wochenstart, der Überblick. Ihr könnt natürlich jederzeit aktuelle Informationen auf der Seite bekommen oder dann, wenn ihr wollt, morgen ab 17 Uhr. Da gibt es die nächste Ausgabe von Transfermarkt TV. Zum Abschluss wollen wir alle Kölner noch ein bisschen traurig machen, denn Anthony Modest, der hätte natürlich geholfen beim 0:1 in Gladbach. Vielleicht hätte er ja noch einen Treffer erzielt. So ist es anders gekommen. Er hat jetzt getroffen in der Chinese Super League. Unser Rausschmeißer heute. Sein allererstes Tor für seinen neuen Arbeitgeber Chen Jing. Er hat bei Changchun Yatai in der Nachspielzeit das 1:1 erzielt. Das soll es von uns gewesen sein. Schönen Tag noch. Ciao.